Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Fallschirm und Partner und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was ein Lizenzvertrag ist und wie man die Nutzung an Patenten, Marken und Designs am besten regelt. Was ist ein exklusiver, was ist ein nicht exklusiver Lizenzvertrag? Welcher Lizenzsatz ist angemessen? Warum kann eine Mindestlizenz ganz wichtig sein? Was sind die wichtigsten Klauseln? Welche Klauseln werden gerne übersehen? Was kostet eigentlich ein Lizenzvertrag? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video. Hatten Sie schon einmal mit einem Lizenzvertrag zu tun? Über eine Antwort in den Kommentaren freue ich mich. Mit einem Lizenzvertrag wird dem Lizenznehmer die Nutzung an einem Schutzrecht, also zum Beispiel einem Patent, einer Marke, einem Design, eingeräumt und dafür muss er in der Regel eine Gebühr zahlen, die sogenannte Lizenzgebühr. Das Schutzrecht muss im Vertrag also genau definiert sein. Ich kann im Folgenden leider nur auf die allerwichtigsten Aspekte eingehen. Falls Sie darüber hinausgehenden Beratungsbedarf haben, dann können Sie mir natürlich gerne eine E-Mail an rc@freischirm.eu schicken. Die E-Mail ist unter diesem Video natürlich auch angegeben. Der wichtigste Aspekt an einem Lizenzvertrag ist sicherlich, ob es sich um eine exklusive oder nicht exklusive Lizenz handelt. Bei einer exklusiven Lizenz darf der Rechteinhaber genau genommen bei ganz streng ausgelegten Verträgen selbst auch gar nicht mehr anbieten, sondern gibt dem Lizenznehmer das komplette Recht ab, in diesem Lizenzvertrag dieses Recht zu nutzen. Also der Lizenzgeber darf das Schutzrecht dann in diesen exklusiven Lizenzverträgen selbst gar nicht mehr nutzen. Der Lizenznehmer erhält dann in der Regel auch das Recht, aus diesen Schutzrechten gegen Wettbewerber vorzugehen, auch wenn er gar nicht genau genommen der Schutzrechtsinhaber ist. Er wird also fast mit dem Schutzrechtsinhaber gleichgestellt. Bei einer exklusiven Lizenz, also wo eben nur ein einziger das Schutzrecht nutzen darf, wird aber in der Regel auch eine Mindestlizenz festgelegt. Diese Mindestlizenz ist ganz wichtig, denn wenn keine Mindestlizenz festgelegt wäre und derjenige, der die Mindestlizenz hat, eben überhaupt dieses Schutzrecht gar nicht nutzt und gar keinen Umsatz macht, hat er ja für das Lizenzgebiet oder wenn eben kein Lizenzgebiet definiert ist, für die gesamte Welt oder wo immer dieser Vertrag gilt, das Schutzrecht totgemacht, getötet, denn der Lizenzgeber darf das Schutzrecht nicht nutzen, sonst darf keiner das Schutzrecht nicht nutzen und wenn der Lizenznehmer das Schutzrecht nicht nutzt und keine Mindestlizenz festgelegt ist, muss er auch nichts zahlen und das Schutzrecht ist komplett tot. Das heißt, bei einer exklusiven Lizenz muss man peinlich genau darauf achten, dass eine angemessene Mindestlizenz vereinbart ist, die eben dem Lizenznehmer genügend Schmerzen verursachen würde, für den Fall, dass er dieses Schutzrecht gar nicht nutzen möchte. Was ist denn nun eine faire Lizenzgebühr? Dabei sollte man sich in der Regel am Umsatz orientieren, denn der Umsatz ist inflationsgeschützt. Die zweitbeste Lösung ist immer nur die Stücklizenz. Wenn man allerdings jetzt zum Beispiel eine Stücklizenz von, weiß ich, 50 Cent oder so festschreibt, dann könnte diese Stücklizenz je nach Inflation in 10 Jahren unfair gering sein. Wie hoch soll denn nun diese Lizenzgebühr sein? Ja, das ist natürlich auf jeden Fall Verhandlungssache. Man kann allerdings so als grobe Richtschnur ansehen, was ist denn der Gewinn, der nachher übrig bleibt. Also man macht einen bestimmten Umsatz und davon bleibt natürlich ein bestimmter Gewinn übrig, dass der Gewinn etwa gleichmäßig verteilt wird auf Lizenznehmer und Lizenzgeber. Das ist erstmal für beide Seiten ein fairer Ansatzpunkt. Der Lizenzgeber möchte natürlich immer möglichst viel Lizenzgebühr kassieren. Der Lizenznehmer möchte möglichst wenig Lizenzgebühr zahlen. Und das ist immer eine Verhandlungssache, aber das kann man erstmal so mit der Hälfte des Gewinns kann man erstmal reingehen. Da muss man natürlich auch sehen, dass der Lizenznehmer sich nicht arm rechnet, was eben dann in Verhandlungen oft der Fall ist. Da muss man eben sehen, dass man da eine faire Lösung findet. Es kann aber auch durchaus fair sein, dass die Lizenzgebühr viel höher ist, also dass die fast den gesamten Gewinn einnimmt. Das ist vor allen Dingen bei sehr bekannten Merchandising-Artikeln durchaus gerechtfertigt. Denn die werden ja nur deswegen so gut verkauft, weil sie eben zum Beispiel von Disney kommen und Mickey Mouse abgebildet ist. Jetzt mal nur als Beispiel eine sehr bekannte Marke. Da hat ja der Merchandising-Hersteller
kaum ein Zutun dazu, dass diese Artikel sich besonders gut verkaufen. Und da ist es auch gerechtfertigt, dass eben der Lizenzsatz auch sehr hoch sein kann und der Lizenznehmer dann nur einen kleinen Anteil behält. Ganz wichtig ist natürlich die Nicht-Angriffsklausel. Der Lizenznehmer darf das Schutzrecht nicht angreifen, darf die Marke, das Design, dieses Patent nicht angreifen, auch nicht über einen Strohmann. Da muss es ein Sonderkündigungsrecht geben, wenn das passieren sollte und vielleicht sogar eine Vertragsstrafe vereinbart werden. Das darf eben nicht passieren, dass der Lizenznehmer sich einfach aus der Lizenz rausmogelt, indem er das Schutzrecht kaputt macht. Oft ist in Lizenzverträgen auch ein sogenannter Wirtschaftsprüfervorbehalt eingebaut. Das bedeutet, dass wenn der Lizenzgeber Zweifel an den Zahlen hat, die er bekommt, also dass der Lizenznehmer sagt, ich habe so und so viel Umsatz gemacht und zahle dir jetzt halt so viel Lizenz, lieber Lizenzgeber, und wenn der Lizenzgeber da Zweifel hat, dass das die richtigen Zahlen sind, dann kann geregelt sein, dass er einen Wirtschaftsprüfer in diesen Betrieb schickt und der eben prüft, ob diese Zahlen richtig sind. Und wenn die zum Beispiel mehr als 5% zu Ungunsten des Lizenzgebers abweichen, dann muss der Lizenznehmer die Kosten für diesen Einsatz des Wirtschaftsprüfers zahlen. Und wenn sie weniger abweichen, muss der Lizenzgeber, der diesen Wirtschaftsprüfer beauftragt hat, auch bezahlen. Gerne ist natürlich auch geregelt, ob der Lizenznehmer Unterlizenzen vergeben darf oder nicht. Und jetzt komme ich mal zu den Klauseln, die gerne mal übersehen werden in einem Lizenzvertrag. So kann in einem Lizenzvertrag geregelt sein, dass die Schutzrechte frei von Rechten Dritter sein müssen, also nicht eine Kreditsicherheit darstellen dürfen und auch nicht verpfändet sein dürfen, damit eben der Lizenznehmer nicht plötzlich in die Situation kommt, dass das Schutzrecht gar nicht mehr beim Lizenzgeber ist, sondern eben, weil ein Kredit nicht ausgelöst wurde, bei der Bank sitzt. Dann kann dem Lizenznehmer aufgegeben werden, eine Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen. Nehmen wir mal als Beispiel eine bekannte Marke für Fischstäbchen, sagen wir mal Iglo. Und Iglo ist ja eine Marke von Unilever. Und die vertreiben eben Fischstäbchen unter ihrer Marke. Und jetzt wird eine Lizenz vergeben an ein Fischstäbchen-Produktionsschiff, was eben so eine Riesenfabriken, die eben durch die Weltmeere fahren und eben schon während sie Fische fangen, die Fischstäbchen produzieren, tiefkühlen und dann, wenn sie an Land ankommen, einfach nur noch auf die LKWs verladen werden, direkt in die Supermärkte fahren. Wenn eben dieser Lizenznehmer, nehmen wir an, das wird in Lizenz hergestellt, das weiß ich gar nicht, eben aus Versehen einen Angelhaken fängt, sage ich mal, oder das irgendwie in die Fischstäbchen kommt und sich später jemand verletzt, dann kann er schnell zu hohen Schadenersatzforderungen bei den gegenüber dem, die ja erstmal angemeldet werden, gegenüber dem Markeninhaber, weil der Endverbraucher ja gar nicht den Lizenznehmer kennt. Und dann muss eben irgendwie eine Klausel da sein, dass der Markeninhaber diesen Schaden weitergeben kann an den Lizenznehmer. Und damit der Lizenznehmer dann auch zahlen kann, in jedem Fall sollte er gegen solche Risiken versichert sein. Ja, dafür kann man dem Lizenznehmer aufgeben, für bestimmte Produkte, die er da eben anbietet, eine Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen. Man kann auch eine Klausel aufnehmen, dass zum Beispiel alle 5 Jahre die Konditionen neu verhandelt werden müssen, zum Beispiel über das Lizenzgebiet. Nehmen wir an, man hat jemanden die Lizenz in verschiedenen Ländern eingeräumt und in einem Land läuft es halt nicht so gut, dann möchte man die Lizenz an jemand anders neu vergeben, der dort vielleicht mehr Expertise hat, die Waren zu vertreiben. Dann kann man das eben in dem Lizenzvertrag festlegen, wenn der Umsatz in dem Land unter eine bestimmte Schwelle sinkt, dass man das dann dort aufkündigen kann oder neu verhandeln kann und neu vergeben kann, oder dass man generell eben alle 5 Jahre über das Lizenzgebiet spricht, ob man das vielleicht neu festlegen möchte. Genauso kann man natürlich alle 5 Jahre auch darüber verhandeln oder jetzt beispielsweise alle 5 Jahre, man kann natürlich auch eine andere Dauer dort aufnehmen, auch über den Lizenzsatz neu verhandeln oder die Exklusivität der Lizenz oder Unterlizenzen. Über alles kann man verhandeln. Das kann man auch aufnehmen, dass man eben alle paar Jahre bestimmte Parameter in dem Lizenzvertrag neu verhandeln kann. Was kostet nun so ein Lizenzvertrag? Da gebe ich die Anwaltsantwort, das hängt davon ab. Und zwar hängt das von verschiedenen Sachen ab. Also wenn ich zum Beispiel einen sehr ausgefeilten Lizenzvertrag, so einen Franchise-Vertrag, sagen wir mal von
Fastfood-Kette oder so habe, dann gibt es da natürlich auch ein ganzes Franchise-Konzept dahinter und ein Franchise-Handbuch und wo genau geregelt ist, wie die Sitze aussehen müssen, aus welchem Material die sind, in welchem Gebäude das sein muss, wie die Theke aussieht, wo was bezogen wird, welche Waren, zu welchen Konditionen und so weiter, wie die Verkaufspreise sind und so. Das ist sehr umfangreich und das kann locker eben so irgendwo zwischen 50 und 100.000 Euro kosten, so einen Lizenzvertrag oder so ein Franchise-Konzept auszuarbeiten. Das mache auch nicht ich, jedenfalls nicht alleine, sondern das würde ich dann zusammen mit einer Agentur machen, die sich eben auf Franchise-Konzepte spezialisiert hat. Und das andere Ende der Fahnenstange ist eben ein ganz einfacher Markenlizenzvertrag zum Beispiel, wo ich eben natürlich Vorlagen habe, wie so ein Markenlizenzvertrag aussehen kann. Und wenn eben so ein sehr einfacher, fachgestrickter Markenlizenzvertrag nur gewünscht ist, dann brauche ich eben nur diese Vorlage darauf anzupassen. Und dann sind das eben ein paar Stunden Arbeit, die ich da habe. Dann ist man vielleicht mit 500 bis 800 Euro dabei. Also irgendwo dazwischen, würde ich sagen, liegen die typischen Kosten von einem Lizenzvertrag. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was ein Lizenzvertrag ist und was er kostet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.